So sah es vor gut einem Jahr im November 1969 auf dem Oberwiesenfeld aus. Bei den großen Olympiabauten waren die Erdarbeiten eben abgeschlossen und die Träger der Tribünenanlagen begannen in die Höhe zu wachsen. Die Sporthalle mit den schmalen Dachbindern zeigte schon deutliche Konturen, während beim Olympiastadion, das jetzt am oberen Bildrand auftaucht, nur die Erdtribünen fertig waren. Bei der dritten großen Wettkampfstätte in unmittelbarer Nähe des Olympiaturms, dem Schwimmstadion, konnte man schon die drei Becken deutlich erkennen. Im Norden des Olympiageländes hatte man mit dem Bau des Olympischen Dorfes begonnen und im Nordwesten zeichnete sich bereits die zentrale Hochschulsportanlage ab. So sah es also gut vor einem Jahr aus und inzwischen hat sich natürlich viel verändert. Zum Jahresende 1971 liegt der Schnee bereits auf den Tribünen des großen Stadions. Und auf dem Olympiaturm gab uns der Pressechef der Spiele, Hans Klein, einen kurzen Überblick über den derzeitigen Stand der Bauten. 1970 müssen in München die Weihnachtsbäume knapp gewesen sein, denn auf fast allen wichtigen olympischen Sportstätten sind im Spätsommer und im Herbst des verflossenen Jahres bereits die Richtbäume für die Rohbauten aufgestellt worden. Das große Stadion ist im Rohbau fertiggestellt. Im Augenblick sind die Innenausbauten im vollen Gange. Deshalb kann der Winter den Olympiabauern dieses Jahr wenig anhaben. In ein paar Wochen wird das Netz, das große Stahlnetz angeliefert werden, das auf den Pylonen aufgezogen wird. Und auf dieses Netz kommt dann die lichtdurchlässige Eindeckung. Bei der Sporthalle sieht es ähnlich aus. Der Innenausbau ist in vollem Gange. Und die Schwimmhalle ist ebenfalls so weit fertiggestellt, dass wesentliche Arbeiten jetzt unter der Erde, wo die ganzen Heiz- und Umwälzräume liegen, vollzogen werden können.